Boah, ich habe mir das schon 100-mal durchgelesen, aber irgendwie kann ich mir nur die Hälfte davon merken. Wie war denn das bei dir bei den ersten Prüfungen? Ja, Lernen ist ein zentraler Bestandteil vom Studium. Hast du dir eigentlich schon mal überlegt, welcher Lerntyp du bist? Oder welche Lerntechniken es gibt? Vielleicht funktioniert 100-mal Durchlesen einfach nicht für dich. Hast du dir außerdem irgendeinen Lernplan erstellt? Oder hast du dir allgemein schon einmal die Frage gestellt, was Lernen für dich bedeutet? Mit diesen Fragen beschäftigt man sich, will man Lernkompetenz entwickeln, denn Lernen will gelernt sein. Im ersten Schritt stellt sich die Frage, wie sich Lernkompetenz auszeichnet. Lernkompetenz ist die Fähigkeit, das eigene Lernen selbstständig zu planen, zu gestalten und zu reflektieren. Sie ist unabhängig von deinem gewählten Studium wichtig für dich. Die Planung umfasst die Strukturierung des Lernens. Dafür hilfreich kann zum Beispiel die Erstellung eines Arbeits- oder Wochenplans sein. Die Gestaltung bedeutet, den Lernprozess zu strukturieren. Die Strukturierung bedeutet, sich zu überlegen, welche konkreten Inhalte man täglich lernen muss, um den Lernstoff bis zur Prüfung zu erarbeiten. Es gibt nicht die eine Formel, wie du erfolgreich Struktur in deinen Lernprozess bringst. Aber wir zeigen dir einige Ansätze, die du nach diesem Video nutzen kannst. Die Reflexionsphase beinhaltet schließlich die Klärung, was im Lernprozess gut geklappt hat und was adaptiert werden muss. Um effektiver lernen zu können, solltest du deinen Lernstil kennen. Deshalb schauen wir uns zuerst mal eine Lernstildiagnose an. Eine bekannte Differenzierung ist die zwischen optisch-visuellen, auditiven, haptischen und intellektuellen Lerntypen. Der visuelle Lerntyp lernt am besten, indem er Informationen liest oder Bilder anschaut. Stell dir also zum Beispiel deinen Lernstoff in Grafiken dar oder such im Internet nach Bildern oder Videos, die den Lernstoff in Grafiken und Diagrammen aufbereitet haben. Es gibt mittlerweile wahnsinnig viele Videotutorials und auch MOOCs, die mathematische Inhalte erklären oder dir beim Programmieren weiterhelfen können. Einige Lehrveranstaltungen werden außerdem aufgezeichnet, sodass du die Inhalte nachträglich öfters anschauen kannst. Als visueller Typ hilft dir das sicher weiter. Der auditive Lerntyp kann besonders gut gehörte Informationen aufnehmen, sie behalten und wiedergeben. Dadurch fällt es ihm besonders leicht zu verstehen, was die Lehrenden erklären. Ja, ich glaube, ich bin eher ein auditiver Typ, deshalb fällt mir das Lesen und Merken ziemlich schwer. Du hast recht, ich könnte mir eigentlich die Vorlesungsvideos anschauen oder zu Hause ein Audio aufnehmen, wo ich mir den Lernstoff selber vorsage. Das würde mir beim Lernen auch mehr helfen. Der haptische Lerntyp versteht bestimmte Abläufe am besten, wenn er sie selbst durchführt oder ihre Durchführung direkt beobachten kann. Er muss also am eigenen Lernprozess direkt beteiligt sein. Der Ausdruck Learning by Doing, Lernen durch Handeln, beschreibt genau diese Form des Lernens. Im Studium gibt es natürlich viele theoretische Teile. Hier kann es dir helfen, dir immer direkt zu überlegen, wie diese Theorien sich praktisch auswirken. Beweg dich beim Lernen. Wenn möglich, indem du herumspazierst. Auch Zusammenfassungen schreiben kann helfen, denn auch Schreiben ist Bewegung. Ich bin ja zum Beispiel ein eher kommunikativer Typ. Für mich sind Lerngruppen und Zeichensäle perfekt. Und ich merke mir total viel, wenn ich anderen den Lernstoff erklären kann. Ich glaube, meine Mitbewohnerin und mein Mitbewohner wissen mindestens so viel über Maschinenbau wie ich, weil sie mich immer vor der Prüfung abfragen müssen. Ein anderes Modell für die Lernstildiagnose ist die Unterscheidung zwischen Macherin, Entdeckerin, Denkerin und Entscheiderin. MacherInnen bevorzugen konkrete Erfahrungen und reflektiertes Beobachten. Sie betrachten konkrete Situationen aus verschiedenen Perspektiven. Sie haben breite kulturelle Interessen und spezialisieren sich oft in künstlerischen Aktivitäten. Diese Fähigkeiten kommen diesem Lernstil insbesondere bei der Entwicklung von Ideen, zum Beispiel in Brainstorming-Situationen, zugute. Für dich eignet sich Anleitung und Feedback durch Praktikerinnen. Vielleicht kennst du jemanden aus dem Fachbereich, der dir helfen kann, oder jemanden aus der Studienvertretung. Erstell dir Aktionspläne und such Situationen, wo du das Gelernte sofort umsetzen kannst. Aufgaben zu ergänzen, die lustig illustriert sind, könnten dir ebenfalls helfen. Wenn es begleitende Tutorien zu einer Lehrveranstaltung gibt, nutze sie. Dort kannst du theoretische Inhalte aus der LV nochmal in Ruhe praktisch durchgehen. Lerngruppen mit Studienkolleginnen eignen sich dazu natürlich ebenso gut. Entdeckerinnen bevorzugen reflektiertes Beobachten und abstrakte Begriffsbildung.
Ihre Stärken liegen in der Erzeugung von theoretischen Modellen. Sie neigen zu sogenannten induktiven Schlussfolgerungen und befassen sich lieber mit Dingen oder Theorien als mit Personen. Sie vermengen einzelne Fakten zu Begriffen und Konzepten. Das heißt, Entdeckerinnen lernen am besten durch eigene Erfahrungen und Erfahrungen anderer und aus dem Vergleich verschiedener Meinungen und Standpunkte. Such beim Lernen den Meinungsaustausch. Such dir Fallbeispiele und Erfahrungsberichte zum Lernstoff. Auch ein Erfahrungsaustausch in heterogenen Gruppen kann dir helfen. Auch bei diesem Typ bieten sich Lerngruppen hervorragend an. DenkerInnen bevorzugen abstrakte Begriffsbildung und aktives Experimentieren. Ihre Stärken liegen in der Ausführung von Ideen. Sie befassen sich lieber mit Dingen oder Theorien, die sie gerne überprüfen, als mit Personen. Denker kommen mit Situationen besonders gut zurecht, in denen es nur eine korrekte Lösung zu einem Problem gibt. Such dir am besten Analysen, grafische Darstellungen oder zusammenhängende Erklärungen zum Lernstoff. Oder mach dir zum Beispiel die Darstellungen selbst mit einer Mindmap. Bücher und strukturierte Skripts und Vorträge eignen sich ideal für diesen Lerntyp. Du wirst dir in Einzelarbeit leichter tun als in Gruppen. Als ruhigen Lernort kannst du an der Uni zum Beispiel die Bibliothek nutzen. Entscheiderinnen bevorzugen aktives Experimentieren und konkrete Erfahrung nach dem Motto Learning by Doing. Ihre Stärken liegen in der Ausgestaltung von Aktivitäten. Sie neigen zu intuitiven Problemlösungen durch Versuch und Irrtum oder Trial and Error und befassen sich lieber mit Personen als mit Dingen oder Theorien. Für dich eignet sich die Arbeit im Team, auch bei Wettbewerben und mit spontanen Herausforderungen. Vielleicht eine Challenge in deiner Lerngruppe, die Mitarbeit in einem Studierendenteam? Such dir Fallbeispiele und überleg dir immer, wofür kann ich es brauchen? Auch Eselsbrücken und Experimente können dir helfen. Eine Lerngruppe werde ich mir auf jeden Fall noch suchen. Aber manche Sachen muss man einfach irgendwie auswendig lernen. So Merksätze zum Beispiel. Hast du da irgendwelche Eselsbrücken? Die Loki-Technik ist eine bewährte Methode, um sich Dinge in kurzer Zeit und in einer bestimmten Reihenfolge einzuprägen. Lokus bedeutet Platz oder Ort und die Technik funktioniert folgendermaßen. Wähle dir einen konkreten Ort oder einen Weg aus, zum Beispiel in deiner Wohnung, in deinem Elternhaus oder den Weg von deiner Wohnung zur Uni. Danach wähle konkrete Plätze in einer bestimmten Reihenfolge aus. Beispielsweise das Gartentor, den Handymasten, die Bushaltestelle, den Supermarkt, die Kirche, die Ampel und so weiter. Diese Orte sind bildlich in deinem Gedächtnis in dieser Reihenfolge verankert und können mit zu erlernten Begrifflichkeiten hinterlegt werden. Also ich habe zum Beispiel bei der Statistikprüfung gelernt, während ich mir die Zähne geputzt habe. Beim Waschbecken erinnere ich mich immer an die Definition von Varianz, bei der Zahnbürste an die Herleitung der Formel und beim Handtuchhalter an die Definition von Standardabweichung und so weiter. Ich kann schon verstehen, am Anfang ist das vielleicht etwas komisch für dich, aber umso häufiger du diese Technik einsetzt, umso leichter fällt es dir, die gelernten Inhalte im Gedächtnis zu behalten. Die Loki-Technik finde ich schon ganz gut, aber damit kann ich mir eher Listen merken. Hast du auch was, womit man sich Zusammenhänge besser merken kann? Dann hilft es dir sicher sehr, wenn du aus den Gelernten ein Mindmap machst. Ein weiterer Klassiker unter den Lernmethoden. Das Erstellen einer Mindmap ist der beste Weg, um Informationen zusammenzufassen und zu organisieren. Mit Hilfe eines guten Mindmap kannst du viel Zeit beim Lernen sparen und des Weiteren wird dein Wissen verfestigt. Mindmaps sind geordnet, strukturiert und übersichtlich und gut für dauerhaftes, präzises Lernen. Jede Assoziation wird ausgehend von Hauptthema auf einen Hauptast geschrieben. Weitere Assoziationen befinden sich auf passenden Nebenästen. Die Linien der Nebenäste sind dünner als die der Hauptäste. Es darf mit Farben, Bildern, Symbolen ergänzend gearbeitet werden. Eine Mindmap ist somit eine Gedankenlandkarte, die Gedankengänge und ihre Beziehungen untereinander bildlich widerspiegelt. Lerntypen und Stile sind aber noch nicht alles, worauf es beim Lernen ankommt. Und erzähl, wie war deine Prüfung? Danke, ich habe ein ganz gutes Gefühl und danke nochmal für die Lerntipps. Ich frage mich gerade, was ich so im nächsten Semester alles an LV-Prüfungen machen kann. Ich verliere manchmal echt die Übersicht, was noch alles bis zum Ende des Bachelors für mich offen ist. Du kannst dir ja das Studierenden-Dashboard anschauen, um dir ein Bild zu machen. Das was? Die TU Graz unternimmt viele Aktivitäten, um ihre Studierenden optimal bei ihren Lehr- und Lernaktivitäten zu unterstützen.
Ein sehr wichtiger Bereich sind dabei sogenannte Learning Analytics. Learning Analytics umfasst dabei die Analyse, Darstellung und Interpretation von Daten aus Lehr- und Lernsettings mit dem Zweck, dass Lehrende ihr Lernen unmittelbar verändern können. Eines der Learning Analytics Projekte der TU Graz ist das Studierenden-Dashboard, das du im TU Graz online findest. Das Studierenden-Dashboard bietet dir die Möglichkeit, deinen Studienfortschritt eigenständig selbstgesteuert optimal zu planen. Du siehst im Dashboard zum Beispiel, wie du im Vergleich zu den anderen Studierenden einer Lehrveranstaltung bzw. einer Prüfung abgeschnitten hast. Anhand der empfohlenen Semestervorgabe sowie dem Vergleich zu Leistungen deiner StudienkollegInnen siehst du auch, wo du im Studium stehst. Wichtig dabei ist, dass dein persönliches Dashboard streng vertraulich ist und nur du selbst darauf Zugriff hast. Weder andere Studierende noch Lehrende, Dekaninnen oder Studiendekaninnen sehen deine Daten. Das Studierenden-Dashboard ist aber nicht die einzige Learning Analytics-Anwendung. Die TU Graz arbeitet auch aktiv daran, dir auch Unterstützung im Teach Center anzubieten, mit unterschiedlichen Visualisierungen, zum Beispiel eine Zeitleiste zu wichtigen Terminen im jeweiligen Teach Center-Kurs zu einer LV. Die Darstellungen werden zusammen mit Studierenden und Lehrenden entwickelt, getestet, evaluiert und ihnen dann zur Verfügung gestellt. Im Intranet der TU Graz, dem TU4U, gibt es dafür eine eigene Website, die dir einen Überblick geben soll, was derzeit alles zur Verfügung steht und wie du es nutzen kannst. Ui, nicht schlecht. Ich sehe da nicht nur, was ich bisher gemacht habe, sondern kann mir auch die zukünftigen Prüfungen und LVs ansehen, die für mich noch offen sind. Das ist ja interessant. Ja, genau. Damit lassen sich die nächsten Schritte einfacher planen. Es hilft dir, den Überblick zu behalten, in welchem Semester du welche Lehrveranstaltungen noch offen hast. Es hat insgesamt aber noch viel mehr Features, die du nutzen kannst. Klick dich am besten einfach mal durch. Wie bei einigen Lerntypen gilt hier: Learning by Doing.